Ja, wie behält man einen kühlen Kopf? Auf der einen Seite ist es halt auch immer wieder die neue Aufgabe. Du machst ja auch im Positiven wie im Negativen wenig Gedanken darüber, sondern eigentlich über die nächste Aufgabe. Wie kannst du was angehen? Wie kannst du was besser machen? Und wie kannst du die Jungs am besten vorbereiten? Ja, darüber machst du dir eigentlich am meisten Gedanken. Und ich selber versuche eigentlich ein bisschen abzuschalten, wenn ich ein bisschen Sport machen kann. Das gelingt mir momentan wenig, weil wenig Zeit dafür ist. Weil wir schon intensive Wochen jetzt haben und die Anfragen natürlich immer mehr werden. Aber wenn es dann geht, dann versuche ich mal, meine halbe, dreiviertel Stunde im Wald zu verbringen. Ein bisschen joggen, ein bisschen laufen, ein bisschen runterkommen, ein bisschen Musik hören dabei und einfach ein bisschen abschalten. Es ist schade, dass es halt immer an einem Ergebnis irgendwo festgemacht wird. Das ist aber im Fußball leider so. Ich finde halt dieses, wie spielt eigentlich eine Mannschaft? Spielt sie begeistert, attraktiven Fußball, mutigen Fußball, der vielleicht manchmal nicht erfolgreich sein kann, weil der einfach zu dieser Mannschaft passt und zu diesem Verein passt. Und können Fans nach Hause gehen und sagen, wir haben zwar verloren, aber die Jungs haben echt richtig geilen Fußball gespielt. Beispiel wir in Union Berlin, die vielleicht war auch ein bisschen diese Freude auf diese zweite Liga da und du verlierst ein Spiel, aber du hast einfach richtig geilen Fußball gespielt. Und klar, wenn dir das Woche für Woche passiert, dann wird irgendwann mal der Fokus aufs Ergebnis gelegt. Und wer es schafft, den Druck von den Jungs wegzuhalten, wer es schafft, die Jungs befreit aufspielen zu lassen, der, glaube ich, der hat auch am Ende den langen Atem, weil ich glaube, dann bekommst du auch was wieder. Aber das ist nicht immer leicht. Das Spiel gegen Braunschweig, das Pokalspiel, war schon so ein bisschen ein besonderes Spiel. Pokalspiel selber, K.O.-Spiel, es wird einen Sieger geben. Hat ein bisschen einen anderen Charakter als jetzt das Meisterschaftsspiel, das stimmt. Die Situation in der Meisterschaft stellt sich ein bisschen anders dar. Auch wenn wir auf eine Mannschaft treffen, die letztes Jahr Relegation gespielt hat zur Bundesliga. Also es wird für uns schon ein sehr, sehr schweres Spiel. Lehren, was man für Lehren aus dem Spiel so ziehen kann, dass du in dieser zweiten Liga, dass du auf viele unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Herangehensweisen reagieren musst. Und ich glaube, das war so eine Lehre aus dem Spiel, weil wir haben, als wir gegen Braunschweig gespielt haben, dem Pokalspiel, haben wir gegen drei unterschiedliche Grundordnungen spielen müssen, weil Braunschweig es immer wieder verändert hat. Und es war eine riesen Herausforderung und das hat uns auch ein Stück nach vorne gebracht, weil die Jungs dann noch flexibler geworden sind und sie konnten auf alles reagieren, weil wir auch im Vorfeld schon vieles trainiert hatten. Und es zeigt halt, wie wichtig es ist, das zu erkennen und dann darauf reagieren zu können. Ja, die perfekte Weihnachtsfeier, wenn alle gesund sind, wenn alle gerne dahin kommen, wenn sich alle wohlfühlen, wenn man gutes Essen hat, viel Spaß, viel lacht, wenn es nicht zu steif ist, dass alle an ihren Tischen festkleben, sondern wenn viele in Bewegung sind und sich vielleicht mal da unterhalten oder mal da unterhalten. Das ist schon so die perfekte Weihnachtsfeier, glaube ich. Und ja, im Trainerteam ist halt unterschiedlich. Wir Rheinländer, Tom und ich, wir bringen so ein bisschen unseren Spaß rein. Borger ist so der Trockene, der macht das auch immer ganz, ganz gut und ganz lustig. Da haben wir den Ruhrpottler drin, der macht es auch ganz gut mit Kohle. Ja. Söre ist eigentlich derjenige, der meistens sich immer opfern muss, der dann derjenige ist, über den wir dann den einen oder anderen Witz machen, der es aber auch selber mit Humor nimmt und ja, wir haben da einige, also wir haben Potenzial.